Willkommen zurück zu Vlad Circus. Ja, wir stehen hier draußen im Dunkeln vor einer Kette mit Vorhängeschloss. Es ist eine... Danke! Schönes Gewitter. Es ist eine Kette, die mit einem Vorhängeschloss verschlossen ist. So, wir haben ja noch ein... Dachte ich zumindest, dass wir haben... einen kleinen Schlüssel. Wo haben wir den denn wieder? Och, ich kann mir nichts merken, ne? Ja, aber wir haben jetzt ein Messer. Lasst uns mal zurückgehen. Dahin, wo das Fleisch liegt. Wir da irgendwas tun können. Hier ist wenigstens Licht. Ich kann keine weiteren Gegenstände mitnehmen. Ah, so. Licht an. Licht aus. Was habe ich denn im Inventar? Also ich könnte zumindest eine Schallplatte weglegen. Beziehungsweise... Moment. Können wir zumindest hier mal ablegen. So, dann halten wir einen Punkt frei. Lösungsmittel. Eine Banane, die ich mit Sicherheit mit dem Affen verwenden kann. Und solange es hier hell ist, schalte ich die mal aus. Weil jetzt brauche ich ja scheinbar auch noch Kerosin. So. Okay. Und... Ja, stimmt. Eins ist mir auch noch eingefallen. Das werden wir jetzt auch mal austesten. Jetzt geht der Strom ja wieder. Hier, glaube ich, auch eine Bananenschale. Aber wo ist das blöde Vieh hin? Jetzt, wo der Strom wieder geht, müsste doch eigentlich der Lastenaufzug wieder funktionieren. Oder sehe ich das falsch? Jep, okay, da wollte ich jetzt nicht hin. Da fressen mich irgendwelche Dinge. Das ist seltsam. Warum bewegt sich der Aufzug nicht? Eine Bemerkung. Der Aufzug vom Servicebereich funktioniert nicht. Habe ich eigentlich schon überhaupt irgendwas erledigt, bis auf die Stromzufuhr wiederherzustellen? Der Uhr in der Halle fehlt ein Zeiger. Alessia braucht immer noch Tee. Ja, ja. So, wenn ich das jetzt mache, ist mein Inventar wieder voll, ne? Okay, wir lassen das jetzt, weil wir nicht wissen, wann und wie wir es brauchen. Nein, wie wir es brauchen. Gehen wir nochmal nach draußen. Weil wir wissen jetzt, dass wir Fleisch abschneiden können. Halt, um Gottes Willen. Komme ich da... Komme ich nicht hoch. So. Was gibt es denn hier sonst noch zu sehen? Nicht, dass ich Lust hätte. Es ist schon sehr finster. Okay, da geht es nicht lang. Oh, oh. Ach, schon wieder so ein Ding. Da ist der Affe. Das scheint keine gute Idee zu sein. Hallo? Vielleicht fressen Affen ja Fleisch? Lösungsmittel. Ah!
Oh, ich kann das als Waffe verwenden. Ah. Oh. Wow. Hat ja jetzt, habe ich Trefferpunkte? Echt? Ich habe sowas wie Trefferpunkte. Ah, ein Fass. Oh. Verdammt, das Rohr ist kaputt. Kann ich das Fass? Das scheint keine gute Idee zu sein. Warum muss ich jetzt. Okay. Ich höre Flüstern. Das ist nicht gut. Mein Stresslevel ist sehr hoch. Beten. Hat der was fallen lassen vielleicht? Nee. Na gut. Okay, vielleicht kann ich ja jetzt mit dem Affen. Ah. Oh, oder ich könnte es auf den Tisch legen und dann den Affen anlocken. Das könnten wir noch versuchen. Ich bin bewaffnet. Das finde ich tatsächlich. Kann ich jetzt auch Ratten erschlagen? Na, wir lassen das. Aber jetzt könnte ich mich oben auf dem Dachboden auch mal etwas näher umschauen, nachdem ich das Viech gekillt habe. Ja. I like. Halt. So. Montalbano wird vor Freude tanzen. Ja gut. Wir lassen das mal. Da braucht es bestimmt ein bisschen Präuslein dazwischen. So. Ranschid sucht ja immer noch nach Blumen. Wahrscheinlich muss ich ihm den Weg zeigen. Ranjit, hast du die Blumen für den Aufguss auftreiben können? Nein, mein guter Herr. Der Wald ist selbst für Ranjits Instinkt zu dunkel. Ich bringe die Lampe mit. Ich kann den Weg beleuchten. Das wird sehr hilfreich sein, mein guter Herr. Wir müssen eine weitere Blutung bei der bärtigen Frau verhindern. Sie könnte das Baby verlieren. Ha, jedes Mal, wenn du im Zirkus so gequält wurdest, wie hast du all die Schmerzen ertragen? Die Quälerei des Körpers ist Kunst, mein guter Herr. Kunst wird mit der Zeit immer besser. Aber warum tust du das? Die Menschen erahnen die spirituelle Bedeutung des Schmerzes durch die Qualen des Körpers. Du meinst, dass der Schmerz ein Werkzeug Gottes ist, wie die Kreuzigung? Das zweiköpfige Mädchen forderte, dass die Menschen Freude daran haben, das Leiden anderer zu sehen, dass der Schmerz der anderen den eigenen Schmerz lindert. So einfach ist das nicht. Das Universum ist Dualität. Der Schmerz anderer hilft dem Geist zu lernen, ohne am eigenen Leib zu leiden. Schmerz lehrt. Die Qualen von Ranjits Körper sind ein Geschenk. Okay, der Fakir. Ranjits Worte sind egoistisch. Wir sind nicht auf die Welt gekommen, um zu leiden, sondern um Gottes Willen zu erfüllen, der von Liebe und Mitgefühl geprägt ist. Der alte Mann ist unfähig, sich selbst zu verzeihen. Jetzt verstehe ich, warum er sich so gequält hat. Er legte Nägel an, Schnittstücke seiner Haut und seines Fleisches ab und ertrug alle Arten von körperlichen Qualen. Zeitweise verlor er so viel Blut, dass er fast gestorben wäre. Das Publikum jubelte und applaudierte ihm. Ich bin traurig und entsetzt, wenn ich daran denke. Ja, das ist tatsächlich. Werden wir jemals erfahren, was du getan hast, um dich so schuldig zu fühlen, alter Mann? Mein guter Herr, Ranjit erträgt Schmerz und Folter. Aber mein bestrafter Körper spiegelt kaum das wider, was Ranjit anderen Menschen zugefügt hat. Es wird nie genug sein. Ah ja. Aber warum hast du dich selbst so verstümmelt? Ranjits Hände können nicht reingewaschen werden, mein guter Herr. Ranjit muss die Schuld vergangener Leben bereinigen, bis keine Spuren mehr übrig sind. Jesus, wirst du das weiterhin tun? Es soll so sein, wie die Sterne es verkünden, fauler Olli. Was? Nein, Ranjit, was, wann wirst du es tun? Die Sterne haben wieder nicht gesprochen. Ranjit weiß nicht warum. Aber sie haben nicht mehr gesprochen. So, jetzt hilf mal bei den Blumen. Folge mir, alter Freund, ich werde dir den Weg zeigen. Ranjit wird wie ein Geist hinter Olli hergehen. Ja, nee, in so einem Wald ist es super, wenn irgendwas wie ein Geist hinter dir hergeht. Hallo?
So, ich glaube nicht, dass es die sind. Ich glaube, dass das die sind, wo wir das Brett hingelegt haben. Ranjit, zieh dir mal diese Blumen an. Das sind keine Ringelblumen, mein guter Herr. Ja, eigentlich ist ja klar, wo wir hin müssen, oder? Hier rüber. Und da hoch. Ich glaube nicht, dass das ein guter Zeitpunkt ist, um eine Waffe zu benutzen. Was würden meine Freunde denken? Ja, ich wollte nur testen, ob ich das tun kann. Immerhin läuft er einem brav nach, ne? Also. So. Hier. Ranjit, sieh dir mal diese Blumen an. Die Natur ist weise, so sagt man. Hier haben wir Ringelblumen. Ha, du kannst jetzt den Heiltee für Alessia zubereiten. Ranjit braucht auch etwas Wasser. Hier ist der Bach. Es muss reines Regenwasser sein, mein guter Herr. Oh. Ah, gut. Ich kümmere mich darum. Ranjit geht in die Küche, um etwas zu erledigen. Die bärtige Frau hat nicht viel Zeit. Was in ihr wächst, wird bald herauskommen. Ja. Gütiger Himmel. Elle hätte nicht in diesem Zustand kommen sollen. So, wir haben eine Bemerkung. Ranjit braucht Regenwasser, um den Aufguss zuzubereiten. Ja, wir haben ja die Regentonne gefunden, nur. Wie kommen wir da? Also da fehlt ja was. Anstatt dass ich einfach diesen bescheuerten Krug da reinhalten kann, aber vielleicht geht's ja auch jetzt. Die Quest war ja quasi nicht aktualisiert. Lass mir jetzt bitte nicht wieder so ein Leichending über den Weg laufen. So, und wir könnten jetzt natürlich wieder auf den Dachboden gehen und uns da nochmal ordentlich umsehen, nachdem wir dieses Teil erledigt haben. So. Ich habe zwei Inventarplätze frei. So, vielleicht ist ja der Affe inzwischen da. Nein, der Affe ist nicht da. Wie kann ich den da hinten wieder wegkriegen? Das blöde Vieh. Ich kann das blöde Vieh auch einfach. Ich habe ja da. Nein, wir quälen keine Tiere. Auch nicht in Spielen. Muss mit Sicherheit den Motor oben irgendwie reparieren. So, Ranjit. Hast du das Regenwasser mitgebracht, mein guter Herr? Nein, noch nicht. Ich kümmere mich darum, Ranjit. So, was war nochmal hier? Ah! Mann! Nein. Ja, Himmel, Herrgott! Ich will die Notiz lesen, nicht mit Ranjit reden. Hallo. Kann ich scheinbar nicht mehr. Irgendwas mit 8 Uhr, Mon. Ach so, ja, wenn wir den Zeiger von dem blöden Affen bekommen, müssen wir die Uhr mit Sicherheit auf 8 Uhr einstellen. Alter, jetzt habe ich da. Jetzt muss ich hier. Jetzt haben mich Ratten so sehr gestresst. So, ich versuche jetzt nochmal das Regenwasser da mit dem Krug. Manchmal ist es ja tatsächlich so, dass Dinge erst funktionieren, wenn die Quest aktuell ist. Da brauchen wir einen Schlüssel. Wir brauchen noch immer noch einen Schlüssel für den blöden Ofen. Im ersten Stock ist noch ein Schloss. Fließendes Wasser hier. Ja, also. Geht doch. Krug mit Wasser. Ich habe das Regenwasser. Ich muss es Ranjit so schnell wie möglich geben. Ja, gerne. Bin auf dem Weg. Wow, der Ast hat das Glas zerbrochen. Ich glaube, Montalbano passt durch dieses Loch. Er hat das Kinderzimmer zu seinem Unterschlupf gemacht. Ich wette, er bewahrt alles, was er stiehlt, dort auf, also auch den Zeiger. Okay. Das heißt, da drin finden wir den Zeiger. Vielleicht können wir die. Aha, vielleicht können wir die Kette auch zerschlagen. Moment. Ja, treffen wir, geil. Es ist eine Kette, die mit einem Vorhängeschloss verschlossen ist. Ja, ich kann die Kette nicht schlagen. Was sehr schade ist.
dieser Donner. So, also, Krug mit Regenwasser. Geht ja weg, ihr Viecher. Ranjit, ich habe das Regenwasser. Du hast einen tollen Geist, fauler Olli. Ranjit wird den Ringelblumentee zubereiten. Der Aufguss ist fertig, mein guter Freund. Guter Herr. Er wird die Schmerzen und die Blutung für eine Weile lindern. Ich werde ihn Alessia sofort geben. Ich danke dir. Also habe ich jetzt das, was im Bauch der bärtigen Frau wächst, ist verflucht. Na toll. Was sagst du da, alter Mann? Ein neues Leben naht. Ranjit hat einen Tee gekocht, um Alessias Schmerzen zu lindern. Wenn er so gut ist wie der, den er auf seinem eigenen von Nägeln und Messern zerfetzten Körper aufgetragen hat, wird es Alessia bestimmt bald besser gehen. Ach, der Fakir neigt dazu, die meiste Zeit in Rätseln zu sprechen. Ich werde alles ignorieren, was er sagt. Nach dem Willen von Christus soll kein Baby verflucht geboren werden. Hallo! Da steht man einfach unschuldig in der Küche rum und was passiert? So ein blödes Mistvieh beißt ein. So, wir bringen jetzt erstmal den Tee. Muss ich den mitnehmen? Habe nichts im Inventar. Da! Mann, Mann, Mann. Also, Tee. Ringelblumentee. Da lasse ich doch fast den Tee stehen. So. Oliver! Oh, die bärtige Dame. Hast du den Tee? Hier ist er. Oh, gut. Harry! Sag mal, mein Lieber, würdest du mir einen Moment Zeit geben, um mit Oliver zu reden? Alleine? Ell, aber bitte, vertrau mir einfach. Es wird nur ein paar Minuten dauern. Also gut, ich werde oben sein und meine Zaubershows proben. Eine Blume für meine Königin. Ach, du bist immer so ein Gentleman, meine Liebe. Ich weiß das zu schätzen. Sie will mit dir reden. Fass dich kurz. Alessia und das Baby brauchen ihre Ruhe. Sicher, Harry. Mach dir keine Sorgen. So eine Bemerkung wurde hinzugefügt. Ell, lang nicht gesehen. Oliver. Ha, da, da, di, da, das Baby. Und was ist mit dem Baby? Es ist doch nicht Harrys Kind, oder? Ich weiß nicht, ob man so gleich in ein Gespräch startet. Nein. Er ist jetzt bei mir und leistet mir nur Gesellschaft. Er hat beschlossen, sich um das Baby zu kümmern. Oh, aber wer ist der Vater? Hat er dich verlassen? Ich möchte jetzt lieber nicht darüber reden. Es ist nur so, dass... Hör zu, Oliver. Du musst mir einen Gefallen tun. Wie ist es dir all die Jahre ergangen? Ich habe euch alle aus den Augen verloren. Die Anstalt schließt viele Türen, weißt du? Genauso wie die anderen. Ich musste mein Leben neu beginnen. Ohne den Zirkus war alles sehr schwer. Ich weiß noch, wie du über das Leben in der Penhurst-Anstalt gesprochen hast. Jetzt weiß ich es auch. Es tat mir leid, dass du in die Anstalt kamst. Ich wollte dich oft besuchen, aber ich habe mich nicht getraut, nach Scranville zurückzukehren. Ich verstehe. Du weißt, dass ich dich jeden einzelnen Tag vermisst habe. Sag es mir, was soll ich für dich tun? Ich brauche mein Portemonnaie. Die Medizin ist da drin. Ich habe es im Bahnhof vergessen. Medizin? Für das Baby? Genau. Ich brauche sie, weißt du? Ich kann nicht Harry darum bitten. Müsst du mir helfen? Ja, natürlich. Ich kümmere mich darum. Sag Harry nichts davon. Bitte. Es soll unser Geheimnis bleiben. Mach dir keine Sorgen. Keiner wird es erfahren. Eine Bemerkung wurde hinzugefügt. Noch eine. Hier ist der Tee, den Ranjit gemacht hat. Trink ihn. Dann geht es dir besser. Okay. Danke, Olli. Ich habe Ranjits Aufgüsse vermisst. Du musst dich ausruhen. Oliver... Ich hab dich auch vermisst. All die Jahre. Och, das hilft uns jetzt aber auch nichts mehr. Ey, ich hab jeden Tag an dich gedacht. Es gibt einen Grund für Gottes Wege. Ich möchte nur, dass du glücklich bist. Ich freue mich für dich und Harry. Ich danke dir, Oliver. Ich werde warten, bis du mit meiner Medizin zurückkommst. Trink den Tee und ruh dich etwas aus. Ich sehe dich bald wieder.
Ah, wenn in Horrorfilmen oder Horrorspielen sowas gesagt wird, dann sieht man sich meistens nicht wieder. Alessia hat jetzt ihren Tee. Ich bete zu unserem Herrn, dass der Tee des Fakirs ihre Schmerzen lindern möge. Ich möchte bei ihr sein, während sie sich erholt, aber Harry scheint unruhig zu sein, wenn ich in der Nähe bin. Ich glaube, er ist eifersüchtig, weil er denkt, dass ich etwas vor ihm verberge. Ich versuche nur zu helfen. Ich hoffe, meine Elle kann mit dem ersten Montagszug zurückreisen. Maeve ist nicht der beste Ort, um zu gebären. Nein, das glaube ich allerdings auch. So, du sollst nicht die Dinge, das Eigentum deines Nachbarn begehren oder deines nächsten Weibes. Also hier wird mit Geboten um sich geworfen. So schauen wir mal ins Tage. Ihr merkt schon, ich bin unfassbar bibelfest. Wieso ist Ranjit braucht Regenwasser, um den Aufguss zuzubereiten, anders durchgestrichen? So, Harry ist nach oben gegangen, um zu proben. Ich hatte noch keine Zeit, mit ihm zu reden. Alessia hat mir anvertraut, dass ich die Handtasche suche, die sie am Bahnhof vergessen hat. Ja. So. Gut, gut. Also, wir wissen, dass der Affe da drin alles hortet. Das wird die Uhr. So. Ich habe 3 Plätze frei. Nehme ich 1 mit. Und jetzt gehen wir mal als nächstes noch auf den Dachboden und metzeln dieses Teil ab. Ich glaube, dass 47 tatsächlich meine Trefferpunkte sind. Hier kann ich immer noch nicht, oder? Nö. Himmel. Und sobald mich so ein doofes Vieh beißt, höre ich Stimmen. Ah, weg. So. Lasst uns mal auf den Motor einen genaueren Blick werfen. So. Nieder mit dir. Hier ist das Problem. Der Motorriemen ist durchgeschnitten. Ich sollte ihn austauschen, damit er wieder funktioniert. Habe ich irgendwas, was einem Motorriemen gleichkommt? Nö. Ha. Ein Schleifstein. Okay, wir wissen, dass hier ein Schleifstein ist. Hier liegt etwas. Kugeln. Revolverkugeln. Ah. Okay, das heißt, wir können uns bewaffnen. Ein Motorriemen. Ja, vielleicht hat der Affe ja auch eingeklaut, ne? Okay, gut, ihr Lieben. Ich würde aber sagen, für diese Folge reicht das jetzt erstmal. Wir machen einen kleinen Cut und sehen uns bei der nächsten Folge Vlad Circus wieder. Ich sage Dankeschön fürs Reinschauen und bis bald. Macht's gut.